Yo, 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 Leute, was geht ab? Euer Harzweiler wieder am Start hier. Ja, ich fahre gerade mit der Eike ein bisschen Roller. Eike ist hinter mir. Wo ist denn Eike? Da ist Eike. Ja, wir wollen so eine kleine Enduro-Tour eigentlich machen. Also jetzt erstmal zum Anfang. Aber der Roller ist ja eben gerade nicht angesprungen. Dann haben wir ein bisschen Sprit drauf gemacht. Der ist angesprungen, der ist leer, der Roller. Und wir wollen jetzt tanken fahren. Wir wollen jetzt tanken fahren, den Roller. Wisst ihr, was ich lustig finde? Ich finde es einfach lustig, wie Eike sich die ganze Zeit freut, wenn sie mit diesem Roller fährt. Aber Eike macht das schon ganz gut. Ja? Wenn man sieht, wie sie drauf sitzt. Aber sie hat eindeutig Spaß daran, an der ganzen Sache Roller zu fahren. Das kann man nicht sagen. Also das kann man nicht abstreiten. Oder besser gesagt, das kann sie nicht abstreiten. Man sieht es schon an ihrer Hand gerade, sie hat kalte Finger. Hundertprozentig. Kalte Finger? Ja, sie hat kalte Finger. Aber da ich ja ein Gentleman bin, gebe ich ihr gleich meine Handschuhe und ich fahre ohne Handschuhe einfach. Ja, ich glaube, so Frauen, die bräuchten an solchen Rollern oder so immer am besten eine Griffheizung, weil Frauen ist ja allgemein immer kalt, ne? Es könnte 30 Grad sein, Frauen frieren immer noch. Das verstehe ich immer nicht, warum denen immer kalt ist. Ich bin gleich so auf die erste Reaktion gespannt, wenn wir auf die Aral fahren, so wie die Leute gucken, so wie dieser Roller ist ja echt auffällig, ne? Jetzt fährt gerade zwar eine Frau mit dem Roller, ist ja nur noch halb. So, wir sind jetzt an der Tankstelle. Reaktion gespannt. Ach, ist das kalt. Hier nimm meine Handschuhe noch mit. Zieh die drüber. Nee, hier, Gentleman. Was? Keine. Ich brauche keine, ich bin ein Mann. So, wir tanken das gute Ding jetzt hier mal ein bisschen. Diesen wunderschönen Roller. So. Natürlich nimm mal Ultimate, damit das Ding ein bisschen abgeht, ne? Oh. Ich wette, da geht sowieso nicht viel rein in diese Kiste. Wie 3 Euro und voll oder was? Der ist tatsächlich voll jetzt. Der kann doch nicht nur so einen kleinen Tank haben. Oh, sorry. Da passen auch keine 3 Liter nur rein. Das wäre ja echt mickrig. So, ich gehe mal kurz zahlen, Leute. So, und weiter geht's. Was? Ich vergesse manchmal vom Gas zu gehen, wenn ich bremse. Das ist mein Problem. Dann komme ich nicht zum Stoppen, Junge. Ja, das musst du dir angewöhnen. Ja, wir fahren jetzt gleich wieder, wo keine Autos sind. So, wir fahren jetzt wirklich nur so eine kleine, nicht richtige Geländetour, aber es ist so eine kleine Geländestrecke hier. Besser, wenn du die Füße mal so ein bisschen nach unten machst. Oh, hoffentlich packt sie sich auf dem Eis hier nicht aufs Maul, weil das ist echt mega glatt. Aber sie macht das ganz gut. Oh, ich muss durch die Pfütze durch. Oh, da muss sie jetzt über Eis fahren. Aber sie meistert es. Sie meistert es und freut sich. Ja. So, mal gucken, ob sie hier hochkommt. Sie schafft es. Jawohl, hat sie ja locker gemeistert. Langsam, Eike. Ich sehe es schon, sie packt sich gleich lang. Oh oh, auf dem Eis. Fahr schön langsam, Eike. Oh oh, oh oh, oh oh.
Alter, sie heizt da voll rüber. Okay, sie hat, da hat sie echt mega Glück gehabt, sage ich jetzt einfach mal, weil es auch so ist. Sie will, dass ich wieder vorfahre. Wow, hier ist jetzt echt alles nur Eisfläche. Oh, da muss Arik echt aufpassen. Aber sie lebt noch. Sie lebt noch. Ja, ich weiß, ich bin wieder mega fies zu Eike. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich mich fast auf die Fresse gepackt. Oh, oh, jetzt kommt eine Kurve. Ich werde. Ey, wenn sie das wirklich unbeschadet hier durchschafft, ne? Dann Respekt. Sie ist gerade schon ein bisschen gerutscht. Aber sie macht das echt mega gut. Aber gleich, Junge, gleich geht's bestimmt so paff. Wow. Ich hoffe, sie denkt dran, dass sie da vorne bremsen muss. Nein, nein. Okay. Hat sie echt mega gut gemacht bis jetzt. Ich glaube aber auch, dass einerseits der Vorteil daran ist, dass ihre Bremsen nicht so reinknallen. Weil sie ja nur Trommelbremsen hat und die sind echt süß, die Bremsen. Was? Ich pack mich gleich aufs Maul. Ich sage schon die ganze Zeit, mich wundert, dass du dich sowieso noch nicht aufs Maul gepackt hast. Weil ich kann. Ja, weil sie es kann. Weil ich eine Harzerin bin. Sie hat gerade gesagt, weil sie eine Harzerin ist. Boah. Alter, ich bin doch richtig abgesoffen. Da hat sie doch super gemacht, die Eike. Der Harzweiler gibt wieder alles hier im Gelände. Ja, ich hätte am liebsten wieder meinen Dietech zurück. Viele fragen, warum keine Videos mehr mit dem Dietech kommen. Und zwar aus dem Grund, weil ihr wisst ja, bei mir hat ja immer die Kontrolllampe geleuchtet, durchgehend. Und ich habe alles nachgeguckt und ich bin zu dem Entschluss gekommen, was ich von vornherein schon gedacht habe, dass das Steuergerät defekt ist. Gerade weil er auch immer Zündaussetzer hatte. Ich habe das Steuergerät jetzt komplett eingeschickt. Und die schicken das jetzt nach Italien zur Überprüfung. Sollte es defekt sein, bekomme ich ein neues. Und ja, das kann halt noch so gute 2 Wochen dauern, bis ich das Steuergerät wieder zurückkriege. Und dann kann ich auch, oh, wow, kann ich auch wieder Videos mit den Dietech machen. Aber das Problem ist einfach, dass ich mit dem Originalsteuergerät kann ich den Dietech nicht mehr fahren, weil das ist ein extra Steuergerät, der auf den 70er abgestimmt ist. Also das Steuergerät ist speziell auf den 70er abgestimmt. Wir fahren jetzt zurück nach Hause. Nee, da lang. Willst du schon nach Hause, sagt sie. Ja, eigentlich schon. Oder willst du da noch lang? Ja, H2, macht das bei Bernie. Ja, ein bisschen Qualm sieht man. Es ist kalt, deswegen fahren wir jetzt wieder nach Hause. Damit ist das Video auch zu Ende. Wir haben so die erste Geländetour mit Arik gemacht. Ich denke, wir werden demnächst öfters ein paar Roller-Videos zusammen machen. Und deshalb sage ich jetzt einfach mal ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Und lasst mal ein Like und einen Kommentar da, würde ich mich sehr drüber freuen. Die Eike natürlich auch. Und macht mal alle Hashtag Eike und motiviert sie mal ein bisschen. Also bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, euer Harzrider.